Leute, das Warten scheint ein Ende zu haben. Ein Release von XDefiant scheint festzustehen. Vom Datum her sind sich alle einig. Und wenn ihr jetzt googelt Release-Termin XDefiant, werdet ihr feststellen, dass sämtliche deutsche und auch internationale Quellen, Gaming-Seiten, News-Seiten ein Datum ausspucken werden. Und das ist der 17. Oktober mit Vorsicht zu genießen, weil jeder... Ich denke, nur mit minimaler Vorsicht zu genießen, denn alle sind sich einig, sollte der Test der letzte Woche Donnerstag only PC 6 Stunden war, sollte der gut gelaufen sein, ist alles safe, sollte der nicht so geil gewesen sein und es Probleme gibt, die vielleicht neu sind oder noch irgendwas aufgetreten ist, dann könnte sich das noch verschieben, was ich nicht glaube, denn Stand heute, 2. Oktober, der Test ist jetzt ein paar Tage her und ich habe bis heute nichts Negatives darüber lesen können. Jetzt klingelt auch noch hier im Hintergrund. Wir sollten dennoch schauen, denn der 17. Oktober, der ist praktisch gesehen echt ein ungünstiges Datum und ich sage euch auch warum. Deswegen habe ich mir auch diese Modern Warfare Call of Duty Quelle rausgesucht, denn am 17. Oktober, aber viel länger kann man eigentlich auch nicht mehr warten, der Release von Modern Warfare 3 steht Anfang November an, die neue Season von Apex Legends steht Ende Oktober an und am 17. Oktober starten zwei Events. Das Halloween-Event, was lange erwartet wird in Apex Legends mit einer mega geilen 3-Map After Dark-Rotation, alle 3 Maps After Dark und ein Call of Duty-Event ebenfalls zum Start 17. Oktober. Und deswegen tritt XDefiant an diesem Release-Tag in direkte Konkurrenz und das könnte natürlich... Die erwarteten Spielerzahlen, die wahrscheinlich steil durch die Decke gehen würden, das mindert das wahrscheinlich ein bisschen, weil es viele Hardcore-Fans bei Apex gibt in COD. Jeder möchte das Event live miterleben, gerade zum Start. Und so könnte es natürlich zum Release von XDefiant genauso sein, dass vielleicht ein paar Spielerzahlen weniger da sind als erhofft. Dennoch denke ich, dass die Spielerzahlen extrem hoch sein werden. Ich für mich würde sagen, wenn der Release um dieselbe Uhrzeit ist wie der Release vom Halloween-Event zum Beispiel in Apex Legends, dann lasse ich XDefiant definitiv den Vortritt, weil so ein Event in Apex Legends geht mindestens 2 Wochen. Deswegen habe ich da genug Zeit, aber den Release von XDefiant, den möchte ich schon auf keinen Fall verpassen und deswegen bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt, was ihr zu sagen habt. Wie gesagt, mit minimaler Vorsicht zu genießen, offizielles Statement von Ubisoft, XDefiant, Mark Rubin und so weiter und so fort steht noch aus. Wenn ich dort was lese, informiere ich euch. Deswegen verpasst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, zu kommentieren, Daumen hoch und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.